Hi Alex, dann willkommen zu einer neuen Folge. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen unsere Farm gemacht. Jetzt sind wir auf dem Weg oder waren auch auf dem Weg und suchen ein Villager-Dorf. Und wir müssen in dieser Folge einen finden, sonst Mental Breakdown. Und wir suchen das Villager-Dorf für Möhren, um Schweine anzulocken. Ich und mein Sneaky, ne? Weil ansonsten haben wir ja alles. Weizen wurde angepflanzt, natürlich lädt das jetzt wahrscheinlich wenig. Krass. Wir brauchen ganz dringend Villager Dorf, Leute. Es gibt einfach schon Pferde in unserer Nähe, ne? Wir sind so nah zu Hause. Ich weiß nicht, ob man die locken kann mit Möhren. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, man braucht wirklich so ein Seil. Aber vielleicht kriegen wir das ja von so einem Lama-Typen. Aber der kommt ja nur auch zu Villager-Dörfern, ne? Und dann müssten wir ja gucken, dass wir einen Lama vielleicht sogar mitnehmen. Weil eigentlich sind Lamas ja auch ganz nice zum. Für unser. Die gehen wir außen rum. Für unser Zoo, ne? Ha! Oh mein Gott! Einfach aus so Jux ein bisschen gezoomt. Auf einmal, wir haben was gefunden, Leute. We made it! Junge, we made it! Krass, die könnten wir vielleicht. Wir müssen echt gucken, was wir alles so mit reinnehmen können an Tieren. Und wie wir die alle locken können. Vielleicht müssten wir mal so einen Minecraft-Profi irgendwie reinholen, der sich vielleicht auch in den Kommentaren auskennt. Alter, ist das ein großes Dorf, Digga, holy shit! Vielleicht handeln die ja sogar noch nice. Wir suchen alles durch, ne? Kartoffeln, nice, können wir mit anpflanzen. Aber das kann halt kein Tier essen. Wir bräuchten eine Möhre zum Locken, der Rest ist mir egal. Kommt schon, Leute. Bitte tut mir das nicht an. Papier ist natürlich richtig F, ne? Oh, die Bücher, guckt euch die Bücher an. Wir nehmen die Bücher mit. Wo ist meine Axt hier? Wir lassen das Ding mal hier. Wir wissen ja, wo das Dorf ist. Wir werden uns gleich markieren. Möhren, wir haben Möhren! We made it! Wir haben es einfach geschafft. Wir haben 6 Möhren gekriegt. Junge, besser hätte es nicht laufen können. Und wir haben hier noch Weizen. Holy shit, was ein geiles Dorf, Leute. Das Dorf ist so krank geil. Holy shit. Babys noch. Kiste. Äpfel, sehr nice. Können wir gucken, ob wir ein bisschen Müll hier lassen können. Rote Beete-Samen, das nehmen wir mal mit, man weiß ja nie. Krass. Das Villager-Dorf war sogar noch so richtig nah bei uns, ne? Wie weit sind wir gelaufen? 5 Minuten, wenn überhaupt. Und wie gesagt, es könnte vielleicht sogar noch sein, dass ein Typ mit Leine hier ankommt. Hier ist, die haben sogar Tische und so. Holy shit. Ne, hier ist nichts mehr, ne? Ist einfach nur so ein Ding. Okay. Krass. Wie da lang waren wir noch nicht? Okay, hier ist so Alchemie-Zeugs, aber es bringt uns ja nichts. Nicht mal die Kiste, schade. Ich verlaufe mich, aber da waren wir schon. Naja, bis wir noch da lang können wir noch gehen.
shit, hier ist einfach noch ein ganzes Ding jetzt kommen. Wir können so viel Weizen mitnehmen, Leute. Wir müssen scheiß mal auf anpflanzen, Leute. Wir können Katzen holen. Die haben einfach Schafe schon auch gedingens. Holy shit. Wie zivilisiert die sind. What the fuck? Einfach bestes Villager-Dorf überhaupt gefunden. Smaragd noch mit nice. Hier schon was angepflanzt? Bruder, es tut mir leid, aber wir sind zu krass hier unterwegs. Wir nehmen alles mit. Aber Digga, wir machen mal hier kurz so mal. Machen wir mal, reparieren wir das mal. Ja, kein Ding, wir machen. Haben wieder repariert, alles gut. Die haben hier sogar auch noch, Junge, die haben besseren Zoo als wir, Junge. Holy shit. Kühe, Schweine, Schafe, die haben alles hier. Oh mein Gott. Wir nehmen alles jetzt mal kurz an Weizen mit, was wir hier finden. Aber was auch was für ein Zufall, da wir gezoomt haben und einfach direkt ein Villager drauf gefunden, ne? Crazy, hätte ich auch nicht gedacht, dass das so easy funktioniert jetzt hier. Ich weiß halt nicht, wie das mit Katzen ist, ob wir dafür auch Villager-Dörfer bei uns brauchen. Villager-Dorf-Leute. Oder ob man Katzen irgendwie anders noch zu sich locken kann. Wo ist denn der Farmer? Warte mal, ich muss mal gucken, was der handelt und so. Muss mal kurz gucken, was der so alles anbietet. Möhren, naja, okay, Möhren brauchen wir selber. Crazy, da hinten gab es ja noch einen Farmer. Das Dorf ist so krass groß. Und einfach direkt gefunden. Also besser hätte es wirklich nicht sein können. Das ist der zweite Farmer. Wir gucken mal, was der anbietet. Naja. Naja, okay. Na. Ah. Farmer schon, ne, haben wir alles abgelassen, ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch erstmal wieder zurück, aber richtig nice Dorf gefunden hier. Crazy. Und auch das hier, ne? Wir können den einfach dann gleich nochmal ab hintun und wegtun und so. Ich hätte ja eigentlich sonst gesagt, ich weiß, lass mal kurz gucken, ob die uns folgen mit Möhren. Weiß halt auch nicht, ob man die irgendwie fangen kann oder so, ne? Wird halt schwierig werden, ne? Füchse haben wir ja auch noch. Okay, man kann den auf jeden Fall mit Fleisch so ein bisschen Liebe geben und so. Nein, oh, ich dachte kurz. Schade, ich dachte kurz, die konnte man locken. Das müssen wir noch mal irgendwie rausfinden. Was mag der denn, hä? Weizen oder was ist der? Oh, das war ein bisschen vielleicht viel. Okay, der isst das. Aber der kommt auf jeden Fall nicht mit. Der lässt sich nicht locken mit dem Weizen. Okay, das heißt, wir brauchen irgendwie eine Leine. Geil wäre natürlich, wenn wir einen Villager-Typen finden, der mit seinen Lamas da ist. Weil die bräuchten wir ja eigentlich auch. Weil ich glaube, sonst ist es so eine Leine zu bekommen, irgendwo im Untergrund schwierig. Sag ich dir ehrlich, müssen wir Mob farmen, wir haben keine Rüstung und so. Weiß nicht, ob das eine gute Idee sein wird. Aber weil, ob jetzt hier zu warten, bis ein Typ halt kommt, das ist halt auch peinlich, ne? Deswegen keine Ahnung. Oh, aber da ist doch eine Mobfarm. Oh, Leute. Wir werden gleich die nächste Mobfarm holen. Ich sag's euch.
Wir pennen jetzt erstmal. Warum ist hier kein Bett drin, hä? So, wir pennen jetzt erstmal. Und ich würde jetzt sagen, wir beenden diese Folge auch wieder. Wir haben auf jeden Fall in dieser Folge krass geil Villagerdorf gefunden. Und wir werden jetzt in der nächsten Folge runtergehen hier ins, fuck, in Ding, ins Gebiet und gucken, ob wir eine Leine finden. Und wir sehen uns die nächste Folge. Lasst gerne ein Follow und ein Like da. Kuss geht raus. Bis dann.